Ja, da ist er. Der Weihnachtsmarkt ist da. Die creepy Schneemänner sind da. Die Weihnachtsmarktmusik trillert. Und wir gucken natürlich rein, was ist wirklich essentiell, was sollte man sich holen und was ist nice to have. Also, fangen wir natürlich an mit den wichtigsten Lebensmitteln, Leckerigkeiten, irgendwas, was man sich schön zwischen die Kiemen schieben kann, was halt immer der absolute Burner ist. Und da sehe ich ja schon was, was neu ist. Ne, Mandarin? Ja, ist es denn? Mandarin? Nicht schlecht. Die sind neu. Die muss ich mir auf jeden Fall mal direkt gönnen. Kosten ja nur 10 Silber. Was kostet die Welt? Und dementsprechend gucken wir natürlich direkt mal, da sind sie, was die denn so bringen. Einmal gegessen, ich hocke gerade davor und sie boosten bis jetzt einfach nur ein bisschen das Leben, den Magen hoch, den Hungerbalken, aber nicht direkt die Energie. Also wahrscheinlich auch nicht der große Burner, aber sie machen bestimmt satt. Wobei, da ist doch noch bestimmt mehr dahinter, oder? Saftig, süß. 10 Portionen. 10 Portionen. Eine Portion, also 90 Cent. Also wie die Fischsuppe. Vielleicht einfach gleiches Level wie jetzt hier bei der Fischsuppe. Fischsuppe übrigens habe ich immer noch 2300 Stück vom letzten Jahr. Die ist immer noch heiß und schmeckt immer noch sensationell. Boostet übrigens auch, wenn man mal Hunger hat, den Balken aus dem roten Bereich komplett ans Limit. Also auch das absolut eine gute Idee. Kann man mal ganz gut machen. Die Schokolade und so, alles nett. Aber ich sag mal so, einfach die Fischsuppe ist, glaube ich, Main. Tee, na klar. Na klar, man gönnt sich einfach mal ein bisschen Tee. Ist nicht ganz billig, aber kann man natürlich machen. Werde ich mir wahrscheinlich auch noch ein bisschen was holen. Später, ganz wichtig, jetzt nicht den Server und alles komplett überstrapazieren und komplett am Limit alles leer kaufen. Ich brauche nochmal schnell 50.000 Tee. Das Ganze läuft ja jetzt hier die nächsten Wochen und man hat ausreichend Zeit, sich das zu gönnen. Wir hatten gestern im Livestream schon das Thema hier mit dem Speeden. Leider ist das Zeug immer noch unter Alkohol vermerkt. Das Zeug ist kein Alkohol. Also, wenn ihr euch das kauft, das Zeug bietet kein Alkoholbonus. Leider Fail. Dann haben wir hier einen, Kuban Ice Wine. Na, 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 na. Übertrieben. Und dann auch noch in der großen Pulle. Ja, schön Eiswein, kann man sich gönnen. Aber natürlich nur für Gold. Boostet mit Sicherheit richtig gut. Also das bringt mit Sicherheit richtig gut XP als Alkoholbonus, als Betrunkenbonus. Kann das bestimmt gut reinkicken, aber kostet natürlich auch dementsprechend. Ja, also so viel dazu. Ich werde mir irgendwann später im Laufe des gesamten Events oder vielleicht so im Januar erst noch ein bisschen Tee holen. Ich werde mir wahrscheinlich einfach noch ein paar Mandarinen holen, einfach weil sie neu sind. Und den Rest lasse ich aus, weil ich einfach noch so viel Fischsuppe habe. Ich habe gemerkt, so, naja, 300, 400 reicht. Aber ich habe auch zwischendurch noch andere Sachen gegessen. Hier das mit dem Kaviar. Kalatsch hatte ich jetzt zuletzt ganz viel verwendet. Ich sag mal so 500 plus oder sowas ist, glaube ich, nicht so ganz verkehrt. So, dann gehen wir zum Essentiellen. Und zwar zu den Angelsachen. Jetzt wird es spannend und jetzt gucken wir natürlich rein. Und das sieht doch auch gar nicht so schlecht aus hier. Bis 50%, bis 70% auf den Goldpreis, wollte ich gerade sagen, bestimmt. Und so ist es auch tatsächlich. Model Deluxe. Also, das ist ja der Hammer. Das ist der Hammer. Wir fangen mal unten an. Futterkörbe. Aufpassen, das sind alles Futterkörbe für Inline-Montage. Steht hier dran, Inline. Das heißt also, wenn ihr euch die gönnt und ihr seid mit der Schlaufmontage unterwegs, geht nicht. Also, das ist, wie gesagt, für die Inline-Montage zu nutzen. Funktioniert, kann man machen, wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Gerade auch in den verschiedenen Gewichten kann man gut machen. Ein absoluter Burner und ein absoluter Klassiker sind natürlich die Waggler. Ich habe eigentlich nur oder verwende eigentlich nur die mit 14 Gramm. Wenn man sich also eine holen will,
aufpassen, natürlich passend zur Route. Wenn ihr mit feineren, kleineren Routen unterwegs seid, natürlich die feineren, kleineren Waggler. Wenn ihr mit den großen, effektivsten Matchrouten unterwegs seid, zum Beispiel der Rebellion Match, einfach hier 14 Gramm drauf, gut ist, ab dafür. Also drei verschiedene lohnt sich. Fürs Köderfischangeln kann man sich natürlich auch das Teil noch holen. Die kleinen Feeder-Dinger hier, auch immer nice to have, habe ich mir auch noch geholt. Aber das ist einfach nice to have. Oder hier die fetten Korkpömpel. Kann man richtig gut sehen im Wasser. Sehr auffällig. Gerade wenn man ein bisschen Schwierigkeiten hat mit den Augen. Wo ist meine Pose? Also die großen Pömpel. Absolut machbar. Ja, die rote Beete. Der rote Beete-Dip. Habe ich ihn verwendet? Ne, ich habe immer noch 500 Portionen. Mega gut. Also ein Jahr lang keine Idee gehabt, wofür man die olle rote Beete verwendet. Ich glaube, das Ding kann man sich sparen. Ich habe auch das ganze Jahr über nichts gesehen, was irgendwie mal mit Rote Beete besser geworden ist. Das ist wie in der Küche. Rote Beete ist einfach ein fieses Zeug. Also braucht man nicht. Aber Maissirup kann man sich immer mal wieder gönnen. Das kann man immer mal wieder einfach verwenden. Gar nicht so schlecht als Dip, gerade wenn man einfach was Süßliches haben will. Zack, dann den Maissirup. Schwarzer Pfeffer, durchaus eine Option. Kann man ganz gut nehmen. Bei den ganzen Boilies, ich sag mal, deutlich weniger Mengen natürlich von den großen, deutlich mehr von den kleineren und vielleicht mindestens genauso viel von den ganz kleinen, weil man die ganz kleinen eben auch ganz gerne einfach mal schreddern kann, wenn man das in den, ja, für eine Futtermische verwenden will. So, dann Karamell, absolut essentiell, Honig essentiell, Himbeere essentiell. Und natural auch gar nicht so schlecht. Auch hier nochmal reingehen, denn auch da gibt es immer mal wieder am Bernsteinsee so Kombinationen, wo man einfach mit einem natürlichen Boilie plus einem Aroma-Boilie plus einem Dip einfach nochmal richtig gut überzeugen kann. Also 1, 2, 3, 4. Sehr, sehr empfehlenswert. 5. Bedingt empfehlenswert. Vielleicht nicht ganz so viele Mengen wie von den ersten. Aber die ersten hier, Himbeere, Honig, Karamell, ballert immer wieder gut rein. Auch, ich sag mal, gerade die ersten zwei Größen, 15er und 20, also das sind welche, die man wirklich in großen oder in vernünftigen Mengen einfach da haben kann und auch immer wieder verwenden kann. Ich persönlich verwende die relativ wenig, gerade auch in den Videos sehr wenig, weil es ja irgendwie uncool ist, wenn man sagt, hier verwende doch Honig 20 und man kann es sich halt nirgendwo kaufen. Deswegen verwende ich das eigentlich relativ wenig, aber die Dinger funktionieren gut. Man sieht die auch immer wieder in den Rekorden. Und ja, wenn man halt die Chance jetzt gerade hat zum Weihnachtsmarkt, dann kann man sich die auch mal gönnen. Kommen wir zu den Kunstködern. Kunstköder Jawolski kann man auch gut machen. Machen wir hier die beiden Blinkerarten. Ja, ich sag mal von den... Ne, aufpassen, das Gewicht, 41 Gramm, der Einsatz ist relativ beschränkt, aber sie funktionieren durchaus immer mal wieder. Koori ab und zu, an der Yama ab und zu, sind schon richtig groß und vor allem auch richtig schwer. Naja, die großen Türschilder hier kann man mal verwenden. Ich würde aber jetzt nicht irgendwie große Mengen mehr auf Vorrat kaufen, weil... Naja, das Einsatzgebiet ist halt recht beschränkt. Die Pipe funktioniert immer mal wieder ganz gut, die Röhren. Auch gewichtsmäßig richtig gut zu verwenden. Wenn man davon so drei Stück auf Lager hat, ist das, glaube ich, nicht so verkehrt. Also das kann man sich mal gönnen. Genauso wie hier die Spinner. Da sind wir jetzt im anderen Extrem. Und zwar sind wir hier relativ leicht mit 2,9 Gramm. Man kommt mit einem besseren Haken. Die Haken hier sind richtiger Schrott. Also da immer bedenken zu diesem Köder. Zu diesem Preis kommt nochmal der Preis von einem vernünftigen Puschelhaken. Wenn man so ungefähr einen 30 Silberhaken dazu rechnet, hat man dann einen richtig guten Köder mit ordentlich Tragfähigkeit. Hier mit diesem Haken ist die Tragfähigkeit wirklich begrenzt, aber die lohnen sich. Hiervon würde ich mir, ja, wenn man wirklich viel mit Spinning unterwegs ist, ich sag mal mindestens mal so drei Stück holen, um einfach zu sagen, okay, man nimmt vielleicht mal zwei Stück zum gleichzeitigen Schleppen oder sowas von der gleichen Farbe. Aber ansonsten, ja, einmal alles durch, ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Vielleicht sogar zweimal alles durchkaufen
Und wenn man halt Spinning Main ist, dreimal, viermal alles durchkaufen, bevor irgendwann mal einer abgebissen wird oder so, oder man nochmal einen vermisst, dann hat man einen einfach mehr. Dann wird es hier nochmal leichter und nochmal spezieller. Also, ganz wichtig, bei den Snowflakes, super leicht. Da wird es auch schon wirklich, also das sind wirklich hier ultra light oder dann wirklich bei manche Light-Routen kriegen die auch noch so einigermaßen geworfen. Aber 2 Gramm, das kriegst du auch kaum noch mit einem besseren Haken, schwereren Haken nach oben geboostet. Ich verwende die äußerst selten, sie funktionieren immer wieder ganz gut, aber wie gesagt, ich verwende die äußerst selten, weil die auch einfach so leicht sind und ich angel halt hauptsächlich zurzeit eigentlich mit dem Belaya-Setup. Belaya-Setup einfach Main, wenn du das noch nicht kennst, auf dem YouTube-Kanal einfach mal nach Belaya-Setup gucken. Da gibt es dann auch alle Infos dazu, wie man das zusammenbaut und so weiter. Also das lohnt sich absolut und die Köder, ja, ich sag mal einmal durchkaufen, um sie zu haben oder zweimal für einen als Reserve, ist okay. Aber so richtig Main ist dieser Köder eigentlich nicht. Dann kommen wir hier zur Angelschnur, was auch wieder ganz interessant ist. Man hat hier Monoschnüre. Ja, kann man machen. Ist halt so ein bisschen, ist halt so nice to have, ne? Wenn man sich die als Bonus irgendwie holt. Monoschnur, wenn man hier vielleicht als Stipper Main unterwegs ist, mit der Stipper halt hauptsächlich unterwegs ist, dann hat man hier vielleicht nochmal ein paar Gewichte, die ganz interessant sind, also ein paar Tragfähigkeiten der Schnüre und eine gute Flexibilität, wie gesagt, also das kann man schon ganz gut verwenden als Stipper. Bei der Schnur ist es so, ja, habe ich mir beides geholt, ich verwende die auch ganz gerne, einfach weil wir hier 500 Meter Schnur drauf haben. Bedeutet auch hier, preislich finde ich das ganz okay, es ist eine geflochtene Schnur, die ist auch ein bisschen dicker als die anderen geflochtenen Schnüre. Aber trotz allem haben wir 500 Meter Schnur drauf und das bringt einfach Vorteile, gerade an Stellen, wo man vielleicht ganz viel offene Fläche hat. Die Fische könnten möglicherweise weit abhauen oder man macht sich drauf gefasst, wie an der Yama zum Beispiel, wenn jetzt da die neuen Lachse sind und man geht wieder schön zur Yama, dann nimmt man vielleicht so eine 15 Kilo Schnur, macht einen 15 Kilo Vorfach oder 13 Kilo Vorfach drauf. Oder man macht 9 Kilo Vorfach drauf und wenn dann allerdings so ein 10 Kilo Königslachs da reinballert, zieht der natürlich erstmal schön weg. Und hier hat man einfach die Möglichkeit, 500 Meter kann dann auch erstmal abziehen. Also das ist jetzt nicht so verkehrt. Kann man mal ganz gut machen. So, kommen wir so langsam ans Eingemachte. Die Angelrouten. Gucken wir mal eben durch. Ja, das sind die Klassiker. Fangen wir hier mal vorne an bei der Haselnussstippe. Ja. Schöne Stippe, wirklich nice to have, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, 90 Silber, wirklich eine stabile 4 Meter, 6 Kilo Tragfähigkeit, wirklich, wirklich gut. Sieht natürlich ein bisschen ulkig aus, wenn man da mit so einem einfachen Stock am Wasser steht, aber dieser olle Stock, ich finde, es hat auch irgendwie einen gewissen Style, macht irgendwie Bock damit zu angeln. Ich verwende das halt relativ selten, weil ich einfach auch wenig Stippe allgemein. Aber wenn man mit dem Stippen durchstarten will, wenn man da Bock drauf hat, kann man sich das für das Geld, glaube ich, ganz gut leisten und damit auch schon deutlich größere Fische rausziehen. Funktioniert wirklich gut, das Teil. So, dann kommen wir hier direkt zur nächsten. Hier haben wir schon plus 25% drauf, eine Medium Bambusrute als Stippe. Da muss ich mal gucken, vielleicht gönne ich mir da auch noch was von, habe ich zurzeit noch nicht. Aber auch das durchaus eben eine Möglichkeit. Hier sogar bis zu einer Länge von 8 Metern. Also wenn man da als Stipper unterwegs ist, eine schöne Bambus-Steckstippe. Alles schön zum Zusammenstecken, die einzelnen Elemente bis auf 8 Meter Länge. Also warum nicht, kann man durchaus machen. Dann haben wir hier nochmal eine Stipprute. Nochmal so ein Monstergerät, Länge 7,9, also knappe 8 Meter, 7 Kilo Tragfähigkeit. Auch durchaus eine Option, hier nochmal mit Bonuswerten. Also das ist natürlich interessant, wenn man sich eben auf sowas spezialisieren will, wie Stippen. Die Spinning, aber die kommt gleich erst. Aber das ist jetzt hier die Bollo.
6 Meter Länge ist wirklich ganz gut. Also wenn man Bock hat aufs Posenangeln, Wurfgewicht ist richtig nice, Tragfähigkeit absolut ausreichend, also das so in der Mittelklasse, wenn man da wie gesagt beim Posenangeln noch ein bisschen weitermachen will, kann man durchaus machen. Gar nicht verkehrt, sieht einfach auch im Retro-Style richtig schick aus. Und ja, Bollo-Ruten, dieses feine Angeln. Wenn man da Bock drauf hat, kann man sich das gönnen. 9 Kilo reicht meistens aus, Wurfgewicht richtig gut. Auch von der Länge her, also das lohnt sich alles mit 6 Meter, ist nicht verkehrt, kann man durchaus machen. Das Teil habe ich schon in der Tasche, das ist eine Spin-Rute. Hat nicht so viele Einsatzgebiete. Also man sieht zwar hier geile Werte, 16 Kilo Tragfähigkeit, super Wurfgewicht, aber nicht zu verwenden für Wobbler, für Topwater. Also ganz, ganz wichtig, wenn ihr sagt, ich wollte eine geile Spinrute, die alles machen kann, zwei Punkte, die hier einen großen Nachteil haben. Punkt Nummer 1, die Power. Spinruten brauchen im Idealfall für Allround-Routen eine Power von 6. Sowas wie zum Beispiel das vom Belaya Setup. Also Power von 6. Dann kann man das eben auch verwenden. Kann man die auch verwenden für Oberflächenköder, für die Wobbler oder eben für normale Wobbler. Dass man die da auch gieren oder twitchen kann. So kannst du die nur verwenden für Spinner, für Blinker oder für Wacky Rig. Also selbst mit dem Jiggen, ja doch, Jiggen müsste eigentlich noch funktionieren. Aber es wird halt schwierig, weil das Ding einfach so weich ist. Also die Spitzen vorne, die ist einfach so weich und das Ding zieht immer ein bisschen nach und man kommt halt schlecht in diese Führung rein, beziehungsweise man kommt gar nicht in die Führung rein, bei den Oberflächenködern zum Beispiel. Nächster Nachteil, es ist eine 2000er, also eine Spinrute Light. Wir können maximal 2000er Rollen verwenden. Und wenn ihr euch mal durch die 2000er Rollen durchgekämpft habt, sieht man, schweineteuer, super wenig Schnurkapazität und dann auch noch schlechte Bremskraft. Also beim Spinning im Light-Bereich vereint sich alles, was schlecht ist. Viel zu teuer, viel zu wenig Schnur, viel zu wenig Bremse. Es gibt ein, zwei gute Rollen, die entweder mit Gold zu kaufen sind oder wirklich, wirklich teuer sind. Um die 10.000, 11.000 habe ich eine von den Light-Rollen, 2000er Rollen, die auch wirklich gut sind. Die verwende ich manchmal. Aber dafür, dass sie so teuer war, verwende ich sie eigentlich viel zu wenig. Das Teil ist nice, aber die Folgekosten sind eben nochmal enorm hoch. Also gut überlegen, ob man das überhaupt machen will. Light, super speziell, solange es da keine besseren Rollen gibt im Game, eigentlich noch nicht wirklich attraktiv. Dann haben wir hier die Fiederruten. Und die Fiederruten sind tatsächlich echt stabil. Für 800 Silber sind das wirklich gute Fiederruten. Ab Level 15 kann man die verwenden. Also, das ist durchaus eine Option. Denkt daran, wenn ihr euch das dann gönnt, zieht man natürlich mit diesen Routen einfach länger durch. Das heißt, man gönnt sich diese Routen zum Beispiel, ballert da seine HSV rauf und kauft sich dann vielleicht später die Karpfenruten noch nicht. Kleiner Nachteil da auch wieder. Karpfenruten bringen grundsätzlich mehr XP. Also das Verwenden von einer Karpfenrute bringt grundsätzlich mehr XP. Das Fiederangeln bringt quasi am wenigsten XP. Aber wenn man sich da ein bisschen günstiger eindecken will, wenn man die sparen will, die Karpfenruten sind auch 1000 Silber teurer. Man spart also 3000 Silber, wenn man sich drei davon holt. Kann man machen und man kommt auch damit richtig gut klar. Also das Ding in Kombination mit der HSV auch absolut machbar, wenn man sich die Karpfenruten halt noch nicht gegönnt hat, dann kann man das machen, aber irgendwann kauft man sich sowieso die Karpfenruten. Aber das wäre ein kleiner Zwischenschritt, den man durchaus jetzt zu dieser Jahreszeit machen kann. 800 Silber pro Rute, ja, gutes Ding. Dann geht es weiter. Wir haben hier tatsächlich eine neue Rolle. Trient California 40. Eine 40er Rolle. Jetzt müssen wir erstmal hier in die Materie reingehen. Kostet 40.000. 26 Kilo Bremskraft. Wurfgewicht 120. Ui.
Okay, das ist nicht wenig. Da geht es jetzt natürlich ins Eingemachte. Hier müssen wir, oh, Schnurkapazität. Hier müssen wir auch gleich vergleichen. 40.000, die California. Und da ist natürlich dann die Frage, was hält das Teil getriebemäßig aus? Ballert man sich das Teil rein, macht das Ding zu. Trient, zuverlässig klassische konventional. Robustes Gehäuse. Rostfreier Stahl. Perfekt fürs Meeresangeln geeignet. Was sagt die Übersetzung? 2,4 zu 1? Okay, die Übersetzung ist ja insane langsam. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Powerrolle. Also das ist ja eine... Ja, hier steht es auch drauf. Big Game Fishing. Große Zugkraft. Wow, okay, da muss ich nochmal genau im Detail mir das Teil nochmal angucken. Sieht aber krass aus, sieht gut aus. Meeresgeeignet. Also, fürs Tiefseeangeln wahrscheinlich nicht so nice. Für dicke Fische bestimmt eine Möglichkeit. Und die Power, die Übersetzung ist halt krass. 2,4. Also Tiefsee deswegen nicht, weil mit 2,4 kurbelst du dir einfach minutenlang den heißen, wenn du da irgendwie, keine Ahnung, einen 10 Kilo Köhler aus 200 Meter Tiefe hochpumpen willst, braucht das einfach ewig lange. Von daher schwierig bei der Übersetzung. Andererseits hat es eben auch Kraft und damit zieht das Ding einfach gut durch. Es ist ein schönes Zwischending von der Übersetzung, also Kraft und Geschwindigkeit. Schönes Zwischending zu den großen Konventionalrollen. Durchaus eine Option, Alter. Durchaus eine Option. Also da liebäugel ich ja schon mit. 40.000 schon weg. Das wäre doch was. Ja, halte ich auf jeden Fall im Blick. Ich werde das nochmal vergleichen mit der Schnurkapazität. Sieht aber auch richtig gut aus. Bremskraft, ja klar, ausreichend. 120 Gramm Wurfgewicht ist schon viel. Es ist wirklich viel. Das Wurfgewicht ist der Hammer. Das ist wahnsinnig viel. Wenn man das vergleicht mit der Borealica, die hat jetzt gerade ein Wurfgewicht, also die 30er, von, ich glaube, 48. Also da kommt man, wie gesagt, fürs Wels-Jiggen ist das Ding nichts. Na, da muss ich nochmal gucken. Sieht gut aus. Ich halte euch da auf dem Laufenden, wahrscheinlich im Livestream, ob das was ist. Von den Werten her macht das aber schon mal Eindruck. Nicht verkehrt. Ja, das ist halt ein absoluter Klassiker. Richtig nice. Riesennachteil, Schnurkapazität. Also wirklich gut. 11 Kilo an Wurf, also 11 Gramm an Wurfgewicht ist halt richtig nice. Man kann damit richtig gut weit rauswerfen. Bremse ist sensationell. Es ist halt nur eine 5000er und man hat auch hier leider ganz, ganz, ganz wenig Schnurfassungsvermögen. Ne? Also das Ding ist super klein. Geile Bremskraft, viel, viel Getriebekraft. Also das ist super robust auch. Aber ganz, ganz, ganz wenig Schnur drauf. Rechnet euch das aus oder kauft euch das Teil, packt da eine vernünftige Schnur drauf, wo ihr denkt, die würdet ihr verwenden und guckt dann auf die Meter, die wirklich drauf sind auf der Rolle. Das ist super wenig. Kann man dann nachher immer noch wieder zurückgeben, aber das ist, wie gesagt, super wenig oder vergleicht das mit anderen Rollen. Das ist wirklich nicht viel. Ansonsten gut, aber ich denke, die Bremskraft kann man wahrscheinlich über die Schnur gar nicht komplett ausnutzen, weil die Schnur dann einfach zu dick wird. Nächstes Teil oder die nächsten beiden. Ja, ich würde sagen, Liebeleien kann man machen. Aber auch hier nicht wahnsinnig viel Schnur drauf oder sowas. Das ist halt so ein bisschen Retro-Vintage-Style. Ganz nett, aber wie gesagt, muss man nicht unbedingt haben. Simon Minister. Ja, ist halt eine 2000er fürs Leitangeln. Ist das ganz okay. Wurfgewicht ist so im Grenzbereich. 5,5 Gramm. Wie gesagt, so ein bisschen im Grenzbereich. Für den Preis ist es, glaube ich, ganz okay. Ab Level 20. Aber, wie gesagt, der Einsatzbereich ist eben auch absolut beschränkt. Also, wenn man irgendwann alles hat im Game und man gönnt sich einfach nochmal extra einen Light-Setup, dann kann man das machen. Keine Kaufempfehlung für Angler, die in dem Levelbereich sind und Level 20 oder sowas sind.
Dafür ist es absolut rausgeschmissenes Geld, kommt erstmal Stück für Stück mit den Basics klar, bevor man sich dann sowas kauft, nur weil man gerade denkt, oh ja geil, ich bin hier gerade Level 20, jetzt gönne ich mir hier eine 8 Kilo Bremse oder einen Baitcast Setup. Das ist halt für den Einsatzbereich und für das, was es kostet, übelst speziell und man fängt halt nicht direkt damit mehr und besser Fische. Es ist halt eine Spezialisierung. Was wiederum absolut genial ist, ist die Overlord. Und da ist sie wieder, der absolute Burner oder ich glaube, das mit das wichtigste Teil im gesamten Weihnachtsmarkt. Eine der Rollen, die halt absolut essentiell sind. Im Angebot für 30% Rabatt auf Gold, angenehm, 17.900, also knappe 18.000 Silber, auch das ist richtig, richtig gut. Und wenn man jetzt hier eben reinschaut, mehr Schnurkapazität, also es passt mehr Schnur drauf als auf die Tagara oder auf die Wenger sogar. Also durchaus eine Rolle, die man richtig schön dick mit Mono beangeln kann. Und da sind wir auch beim Thema, wenn man hier schön mit Mono angelt, dann kann man auch gut eben auf Karpfen angeln. Und dafür ist das Teil eben auch richtig gut. Aber auch, und dafür habe ich sie jetzt zuletzt ganz viel verwendet, fürs Meeresangeln. Also damit kann man am Meer auch richtig gut Gas geben. Bremse zu, einfach reinpullen und gib ihm. Das Teil ist richtig schön robust. Das Teil passt, da passt super viel Schnur drauf. Und selbst der Verschleiß am Meer ist übelst gering, auch wenn sie nicht ausgelegt ist, explizit fürs Meeresangeln. Sensationelles Teil, absolute Kaufempfehlung. Einige haben hier auch mit der Silver schon rumhantiert und sind damit ganz zufrieden. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr damit zufrieden seid oder ob ihr damit schon Erfahrung habt. Ich habe mir das Teil nicht gegönnt, weil es mir, ja, auch im Vergleich zur Overlord, da brauche ich das eigentlich nicht nochmal. Das Ding hat jetzt hier 23 Kilo Bremskraft, nicht ganz so viel Schnurkapazität. Ja, ist halt vielleicht auch wieder so ein nice to have. Also ich würde sagen, ja, kann man machen, aber da ist die Overlord doch deutlich besser. Das Teil habe ich auch rumliegen, verwende es äußerst selten, weil die Übersetzung sehr, sehr langsam ist. Ja, kann man nehmen, ist richtig schön robust, aber wie gesagt, bei mir leider vom Einsatz äußerst gering, viel zu selten. Aber an für sich für das Geld ein richtig schön robustes Teil. Dann kommen wir hier zu den kleinen Rollen. Also Tausender bzw. 2000er. Auch da wieder ganz, ja, ganz schwierig. Ich meine, der Einsatzbereich, ne, das wäre jetzt ja ultra light angeln für die Tausender. Sehr wenig Schnur drauf, gute Bremskraft, gute Übersetzung. Ja, kann man durchaus machen, wenn man eben auch ultra light angeln will. Auch da geht dann allerdings, ne, von einer passenden Bremskraft, also wenn man eine Schnur hat, die ähnlich ist wie die Bremskraft, dann geht da nicht so wahnsinnig viel Schnur drauf. Aber man kann das machen. Also schön robustes Teil, gar nicht verkehrt. Wie gesagt, wahnsinnig viel Schnur geht da nicht drauf. Aber wenn man halt Bock hat auf Ultralight-Angeln, dann geht das damit wirklich ganz gut. Pelengas, da haben wir das Teil. Auch hier nochmal schön im Retro-Style. Das ist ja ungefähr so wie die alte UDSSR-Rolle auf dem Ersatz-Setup. Also das durchaus auch nochmal eine Option. Hat aber auch einen mächtigen Kurs jetzt, ne? 1200 ab Level 12. Das kann man sich nicht mal eben so leisten. Dann ist es auch nur eine 2000er-Rolle. 5,5 Kilo Bremskraft ist drauf. Ja, und da haben wir wieder die Sorgen des Leitangelns. 2000er hat wenig Schnurkapazität, ist verdammt teuer und hat wenig Bremskraft. Alle Nachteile des Leitangelns. Im Vergleich dazu alle Vorteile des Medium-Leitangelns, wie es beim Belaya-Setup ist. Man hat günstige Rollen, man hat viel mehr Schnurkapazität und man hat deutlich mehr Bremskraft. Also da ist einfach eine riesen Diskrepanz zwischen diesen beiden Klassen. Leitangeln ist einfach nicht sexy, weil die Rollen und die Werte der Rollen einfach uncool sind. Man hat, wie gesagt, wenig Schnur, wenig Bremskraft und in der Regel sind sie auch noch schweineteuer. Wenn man das machen will, wenn man im Endgame ist und man hat einfach Bock auf Leitangeln, weil man das vielleicht im Real Life auch gerne macht, dann kann man sich sowas gönnen. Aber fürs Game und für den Fortschritt im Game macht das absolut keinen Sinn. Marshall 4000. Ja, mit großer Zugkraft ab Level 14.
Richtig schön im Retro-Style. Ich glaube, ich hole mir mal so ein Teil. Einfach nur so für Deko und stelle mir das in den Laden, ins Haus rein. Also das ist, glaube ich, nicht so schlecht. Wie gesagt, einfach für den Retro-Faktor. 4000er Rolle, 9 Kilo Bremskraft. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Kann man sich mal gönnen. Schnurkapazität tatsächlich auch nicht wirklich so viel. Aber warum denn nicht? So eine schöne Vintage-Rolle, Vintage Deluxe, Model Deluxe Alden, kann man doch mal machen. Nice to have, ne? Eine 4000er Rolle kann man bestimmt mal ganz gut verwenden. So, damit sind wir durch und damit haben wir alles, was wichtig ist auf dem Weihnachtsmarkt. Und ja, wenn du noch Fragen hast, dann gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Und jetzt zur Weihnachtszeit komplett jeden Tag ab 19 Uhr immer live auf YouTube und auf Twitch. Petri, bis dahin.